von Microcontrollern. Microcontroller mit Geheimnissen, die sie selber nicht erzählen wollen. Unserem nächsten Vortragenden bringen sie dazu, ihre Geheimnisse zu veröffentlichen. Versucht gar nicht, euer Enthusiasmus zurückzuhalten für Johannes und Mark. So, good evening. So, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu unserem Vortrag Erzählung vom Hardware-Sicherheit. Wir werden drei Sachen näher beleuchten. Die erste Frage ist, warum? Dann werden wir darüber reden, wie wir das machen mit zwei Beispielen und ich werde dann über die Konsequenzen reden. Zuallererst die Frage, warum? Mein Name ist Johannes Obermeier. Ich forsche über die Sicherheit von Embedded Geräten, deren Sicherheit und arbeite bin gegen Ende meiner Doktorarbeit. Hallo, ich bin Mark Schink und ich arbeite als Sicherheitsresearcher. Ich mache alles, das irgendwie mit Hardware-Sicherheit zu tun hat. Also von der Analyse von Konzepten bis hin zu Seitenkanalangriffen auf Microcontrollern mache ich alles. Wir beide arbeiten mit Mikrocontrollern zusammen und arbeiten sehr viel mit ihnen und wir lesen ihre Datenblätter und manchmal haben sie sehr starke Sicherheitsbehauptungen in den Datenblättern. Und häufig fragen wir uns, funktionieren die überhaupt? Aber warum sollten wir uns darüber überhaupt Gedanken machen, über die Sicherheit von Mikrocontrollern? Normalerweise möchte man seine Firmware sichern, wenn man ein Embedded-Gerät herstellt. Aber selbst wenn es nicht darum geht, die Software zu sichern, dann möchte man mindestens die beinhalteten Credentials, wie zum Beispiel kryptografische Schlüssel oder aber sichern. Außerdem möchte man auch sicherstellen, dass keine andere Firmware darauf installiert wird, dass es nur mit der richtigen Firmware läuft und keine manipulierten Daten analysiert. Warum wollen wir sie angreifen? Es gibt mehrere, zum Beispiel Forschungsprojekte, wo wir Mikrocontroller benutzen, um Sicherheitskonzepte davon benutzen und manchmal merken wir, dass es dort Sicherheitslücken gibt. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir Kunden haben können, die eine Sicherheitsanalyse von einem Konzept erstellen wollen, weil sie diese Feature und diese Komponenten benutzen wollen und wir zeigen ihnen, analysieren dieses Konzept und zeigen ihnen die Ergebnisse. Und das Letzte ist wissenschaftliche Kuriosität. Manchmal sehen wir ein neues Sicherheitsfeature und wollen uns anschauen, ob es wirklich sicher ist und wie es funktioniert. Aber die Frage ist immer noch, würde jemand wirklich die Sicherheit von einem Microcontroller brechen wollen? Leider ist die Antwort, dass es nicht nur jeder, der es machen möchte, sondern es gibt einen ganzen Markt, der darum geht, wie man Embedded-Geräte klont. Also wir haben Firmen, die es anbieten, ein Gerät zu klonen. Also zum Beispiel eine geklonte Platine und sie ziehen auch die Firmware von den Mikrocontrollern und installieren es auf dem geklonten Gerät. Man vermutet jetzt, dass das relativ teuer ist und darum haben wir für unsere Kunden nachgefragt. Und nein, es ist relativ günstig. Es hat nur 6.000 US-Dollar gekostet pro Chip und für einen ganz aktuellen Microcontroller und es hätte sogar in 30 Tagen geliefert werden sollen. Und das ist überraschend günstig und es ist ein wirkliches Angriffsszenario. Leider haben
vermuten, dass die Hersteller von Microcontrollern meistens, dass wir negative Angreifer sind. Manchmal sieht es so aus, als ob ich ein Produkt auswähle und ich versuche diesen spezifischen Hersteller, weil das Ding, das ich so nicht mag, und darum hole ich meinen Cyberhammer aus meinem Schrank und bis die Sicherheit kaputt ist. Wir suchen nicht ein spezifisches Produkt aus oder einen spezifischen Hersteller aus. Bitte erinnert euch, greift nicht den Überbringer der Nachricht an. Wir zeigen nur, dass vorhandene Sicherheitslücken da sind und bringen keine neue hinzu. Wir machen eine wissenschaftliche Analyse von Sicherheitskonzepten. Die Wissenschaft ist der Kern unserer Forschung hier. Zuallererst versuchen wir eine theoretische Analyse. Wir lesen das Datenblatt, überlegen, wie funktioniert das Sicherheitskonzept, und wenn wir eine Idee haben, dass es dort ein Sicherheitsproblem gibt, versuchen wir es in praktisch aus, und wenn es wirklich erfolgreich ist, entwickeln wir ein Proof of Concept, also einen Versuchsangriff, damit der Verkäufer oder der Hersteller die unsere Sicherheitslücke analysieren kann, damit es dann gefixt wird, und dann veröffentlichen wir das darüber und dann schließt es den Kreislauf und es wird reproduzierbar. Und ein zukünftiger Implementator kann vielleicht von unseren Ergebnissen lernen. Jetzt, wo ich geklärt habe, warum wir diese Angriffe überhaupt machen, reden wir darüber, wie. Und ein Beispiel, die wir vor kurzem gemacht haben, normalerweise, wenn wir anfangen wollen, ist die Frage, wie fangen wir überhaupt an? Riechen wir wirklich Sicherheitslücken? In der Regel ist das nicht sehr weit entfernt von was wirklich passiert ist. Manchmal hat man so das Gefühl, dieses Sicherheitskonzept ist so ein bisschen interessant. Und dann schauen wir es uns tiefer an. Also ich hatte zum Beispiel diesen STM32F0 Microcontroller Board, und darum habe ich viel damit entwickelt und ich habe es relativ gut kennengelernt. Und dann habe ich ein paar Sicherheitsfeatures gesehen, wo ich dachte, sind die wirklich so stark, wie es hier versprochen wird? Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, hey, lass es uns mal näher anschauen. Also, um die Firmware zu sichern, hat der Mikrocontroller 3 Sicherheitslevel. Wir haben RDP Level 2, 0 bis 2. Bei 0 hat man überhaupt keinen Schutz. Das ist, was Entwickler benutzen. Wenn man den Microcontroller kauft, dann können wir damit alles machen. Dann haben wir die schwache Protektion von Level 1 und wir haben keinen Debug Access in RDP Level 2. Und ich kann diesen Wert konfigurieren, damit wir ja einen speziellen Wert in den Speicher schreiben, damit ist es ein fester Wert. Also wenn ich jetzt 3CC dorthin schreibe, dann sieht das der Mikrocontroller und er schaltet sein Debug-Interface aus. Man kann die Sicherheitslevel immer nur erhöhen, und wenn man sie reduzieren möchte, dann muss man es komplett löschen. Die gesamte Firmware löschen. Dieses Sicherheitskonzept sieht mit dem ersten Blick relativ gut aus, aber wenn wir ins Datenblatt näher anschauen, dann ist die ganze Erklärung in einer Unterkategorie der Flash Firmware Protection steht. Wie ist die das mit SRAM aus? Also habe ich es ausprobiert. Ich habe einen Microcontroller genommen, habe die Firmware draufgeschrieben, habe es ADP Level 1 eingeschaltet und habe versucht, den SRAM auszulesen. Und, oh, Überraschung, es ist immer noch lesbar. Die ganzen Daten, die vielleicht in SRAM gespeichert sind, sind immer noch da. Schlüssel, die aktuell benutzt werden, können immer noch aufgerufen werden. Und man kann sogar einen Angriff darauf fahren,
mit dem man Teile der Firmware auslesen kann. Also das ist etwas, was man immer im Kopf behalten muss, wenn man RDP Level 1 benutzt. Leute denken so, hey, ne, dann nutzen wir RDP Level 2. Ist das eine gute Idee? Lass es uns mal näher anschauen. Wie werden diese Einstellungen gespeichert? Die zwei Unterschiede sind RDP Level 2 und 0. Wir sehen hier die Binäranalyse der Einstellungen. Die ganzen anderen Konfigurationen werden zu RDP Level 1 gemappt. Vielleicht ist es möglich, RDP Level 2 zu RDP Level 1 zu reduzieren, wenn wir nur ein einziges Bit ändern. Ist es vielleicht irgendwie möglich, dieses ein Bit zu ändern? Die Daten werden in Flash Memory gespeichert. In Flash Speichern werden die Daten in der Regel mit Floating Gates gespeichert. Wenn da Elektronen sind, dann wird das als 0 gelesen und wenn die Elektronen nicht da sind, dann ist es eine 1. Und dann brauche ich einen Weg, diese Elektronen zu entfernen aus dem Flash-Speicher da. Und das kann zum Beispiel mit UV-Licht erreicht werden. Das heißt, wenn ich diese Zelle lösche mit UV und dann löscht das UV-Licht die Elektronen weg und reduziert es zu RDP Level 1. Okay, wie können wir da vorgehen? Wir brauchen als erstes eine starke UV-Lichtquelle. I got mine from the ich habe meinen aus dem Müll der Uni geholt und du kriegst sie aber auch in Online-Händlern, also ziemlich einfach. Okay, jetzt brauchst du natürlich noch Zugriff auf den Chip und auf den Flash-Memory, also Flash-Speicher. Also man muss einen Teil des Gehäuses entfernen. Das kann man natürlich etwas kompliziert machen, aber zum Beispiel mit starken Säuren oder du gehst zu einer Firma oder zu Chemikern, die Möglichkeiten dafür haben. Also es ist auf jeden Fall machbar, die Verpackung etwas zu öffnen. Wenn man genauer reinguckt und ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man die Flash-Speicherregion erkennen und mit mehr Experimenten, das kann man übrigens alles in den Papieren finden, in den Veröffentlichungen finden, und nur die untere rechte Gegend hat die RDP-Bytes, die die Sicherheit bestimmen. Wir haben also eine Maske da drauf gelegt, um den Rest des Flash zu speichern, zu schützen. Wir wollen nur diesen Teil belichten mit UV-Licht, und zwar für mehrere Stunden. Und dann kriegen wir ein komplettes Security-Runterschrauben von Level 2 auf 1 hin. Auf diese Art und Weise ist Level 2 kaputt, weil mit diesem einfachen Mechanismus kommt man immer auf Level 1 zurück. Aber im RDP Level 1 kann ich immer noch nicht den Flash-Speicher auslesen. Das ist auch etwas, was ich nicht so richtig geglaubt habe. Ich habe irgendwie alles außer den Flash. Das scheint irgendwie sehr kompliziert zu sein, wie das implementiert sein kann. Ich habe also da ein bisschen zugehört, wie der Standard-Debugger mit dem Mikrocontroller spricht in Level 1. RDP Level 1. Am Anfang fängt der Debugger an, die Debugger-Funktionalität zu aktivieren. Der Mikrocontroller bestätigt das. Und dann gibt es 80 Transaktionen zwischen dem Debugger und dem Mikrocontroller. Der Debugger zum Beispiel liest die CPU-ID aus und Konfigurationen, Breakpoints, Watchpoints und so weiter. Dann habe ich versucht, mit dem Debugger den Flash auszulesen versucht und das hat natürlich nicht funktioniert, weil das in RDP Level 1 gesperrt ist. Also ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit, den Standard-Debugger zu nehmen. Okay, dann habe ich gedacht, na dann mache ich eben meinen eigenen Debugger auf einem anderen Evaluierungsboard und dann versuche ich, ob ich da ein bisschen mit der Kommunikation rumspielen kann. I'm not interested ich in
bin nicht interessiert in Breakpoints und Watchpoints, habe ich einfach diesen ganzen Readout, das Auslesen einfach komplett übersprungen. Ich weiß, welchen Mikrocooler ich spreche, also brauche ich die CPU-ID nicht rausfinden. Ich habe die ganze Konfigurationsausleserei gelassen. Nur um rauszufinden, ob mein System richtig funktioniert, habe ich einen Teil der Flash-Adressen versucht auszulesen und wir haben natürlich alle erwartet, dass das nicht klappt, weil RDP Level 1 aktiv ist. Und es schützt ja den Flash vor Auslesen, aber überraschenderweise lag da Datum. Okay, ich dachte als erstes, ich habe irgendwie Implementierungsfehler gemacht, ich habe es nochmal gecheckt und nein, das war tatsächlich ein Datum, das ich vorher in den Mikrocontroller geschrieben habe. Also habe ich es nochmal versucht, das nächste Byte zu lesen und das schlug dann fehl. Ich habe dann mehr damit rumgespielt und rausgefunden, wenn ich gar keine Konfiguration mache am Anfang, wenn die erste Transaktion einfach direkt ins Flash geht, dann kann ich ein einfaches Wort aus dem geschützten Flash-Memory auslesen. Das war sehr überraschend. Da scheint es eine Laufzeitbedingung zu geben, dass es noch nicht schnell genug ist und ich hier ein bisschen Datum rauslesen kann. Wir haben auch das schon veröffentlicht. Diese Problematik besteht bei diesem Mikrocontroller und ich kann das eben euch auch in einer kleinen Demo zeigen. Auf der linken Seite sehen wir das Gerät, das wir getestet haben, der Mikrocontroller in dem RDP Level 2. Und auf der rechten Seite haben wir den Firmware-Extractor, der diesen Angriff durchführt. Er setzt den Mikrocontroller immer zurück und liest dann immer ein Wort aus nach dem anderen. So, ich habe das mal vorbereitet, im Vorhinein. Ich kann also nicht den Flash-Memory auslesen, es gibt immer nur Nullen zurück. Jetzt werde ich den Firmware-Extractor starten, der hier auf dem Tisch liegt. Und der Laptop verbindet sich jetzt mit dem Firmware-Extractor, der macht seine Arbeit, er macht das ganze experimentelle Debuggen und versucht den Speicher auszulesen von dem Gerät, das wir testen wollen. Und wie ihr hier sehen könnt, die ersten Bytes werden direkt schon gelesen, um nur zu verifizieren, dass es ist. Ich habe da menschenlesbare Strings in den Speicher geschrieben, die jetzt hier langsam auftauchen. Ich werde den Angriff jetzt abbrechen und wie ihr hier sehen könnt, da ist tatsächlich der geschützte Flash-Speicher-Inhalt zu sehen. Das kann also in ein paar Minuten oder Stunden gemacht werden. Also das ist komplett möglich und wir konnten also auch RDP Level 1 kaputt machen. Thank you. Vielen lieben Dank. Und warum war das möglich? Weil wir unzureichend genug Rechte Management haben. Okay, und jetzt wird Mark euch noch einen anderen Angriff zeigen. Ich werde über einen Angriff sprechen, den wir letzte Woche auf einer Konferenz gezeigt haben. Dieses Projekt hat gestartet, weil ich ein Datenblatt gelesen habe von einem Mikrocontroller und dann habe ich über ein Feature PC-ROP gelesen und dachte, was zum Teufel ist PC-ROP? Darüber habe ich noch nie was gehört. Ich dachte, es ist irgendwie eine Gegenmaßnahme zu ROP, aber es stellt sich raus, es ist proprietäre Code-Ausleseschutz. Das soll dann so ein Feature sein, die deine Firmware auf dem Mikrocontroller schützen gegen Entwickler, die auf demselben System arbeiten. Also du überlegst dir, du entwickelst eine Bibliothek, deployst du sie auf dem Mikrocontroller und der Mikrocontroller geht an jemanden anderen und der andere Developer entwickelt die Hauptapplikation und am Ende wird sozusagen das Gerät gesperrt und die Firmware ist gesperrt und du hast dein Produkt, zum Beispiel einen Roboter, der ziemlich gut sein sollte. Während des Entwicklungsprozesses ist deine Firmware natürlich nicht geschützt, wie wir jetzt gerade gehört haben. Wenn du den Mikrocontroller zum Beispiel mit dem Debug im Modus angucken kannst, dann kommst du natürlich an die Sachen ran. Und da kommt PC-ROP ins Spiel. Die erlauben dir Firmware
auf dem Mikrocontroller zu platzieren und dann kannst du es schützen, bevor du es an einen anderen Entwickler weitergibst. Der andere Entwickler kann immer noch die Bibliothek nutzen, aber sie kann sie nicht auslesen und manipulieren. Während unserer Forschung haben wir herausgefunden, dass es nicht nur STM-Mikrocontrollern implementiert, sondern auch bei einigen Geräten von NXP und Texas Instruments. Hier sind die Devices, die Details könnt ihr im Paper lesen. Wir haben außerdem herausgefunden, dass es ein paar interessante Hardwarefehler in diesen Geräten gibt. Wie funktioniert das? Das ist eine einfache schematische Darstellung des Mikrocontrollers. Auf der rechten Seite haben wir den Flash-Speicher, der durch eine Busmatrix an SRAM und Peripherie und CPU verbunden ist. Und auf der anderen Seite haben wir den, den Speicher. Also man schreibt quasi seine Sachen da rein in den geschützten Bereich des Speichers und dann schützt man diesen Bereich. Und von da an sollte es nicht mehr möglich sein, diesen Code zu manipulieren, nur noch Instruction Fetch, also Instruktionsbefehle einholen sollte möglich sein. Das muss man natürlich, um die Befehle ausführen zu können. Diese Art Firmware zu schützen sollte Firmware für Entwickler auf dem Mikrocontroller schützen. Das Problem als Entwickler kann ich quasi überall zugreifen, außer auf den geschützten Bereich. Ein Angreifer kann also die Instruktionen im geschützten Bereich ausführen und die Effekte beobachten, die dabei passieren. Lass uns sagen, ich führe eine Add-Instruktion aus und dann kann ich sehen, wie sich die CPU verändert. Und wenn man das macht und all diese Unterschiede im SRAM und der CPU anguckt, dann kann man den Code wiederherstellen, der im geschützten Bereich steht. Dann kannst du den wiederherstellen und das ist, was ich euch jetzt zeigen werde. Letzte Woche haben wir eine Demonstration auf dem SM gezeigt und jetzt wollen wir heute einen anderen Mikrocontroller benutzen für diese Präsentation. Wir benutzen ein Gerät von Texas Instruments, dem TM4C123. Was ich jetzt tue, ist, ich verbinde den Mikrocontroller mit meinem Computer. Und das Erste, was ich mache, ich stelle eine Debug-Verbindung her. Okay, lass uns mal schauen. Mir fehlt ein Terminal. Okay. Lass uns an den Mikrocontroller verbinden und da gibt es eine Bibliothek auf dem Mikrocontroller, das die LED blinken lässt. Das ist also unsere Library, die wir gerade schützen wollen vor Auslesen. Und die Bibliothek ist an dieser Speicheradresse platziert. Es sind 44 Instruktionen. Das ist die Bibliothek, die wir schützen wollen. Ohne Execute-Only-Speicher können wir diesen Code einfach ausführen. Das ist also sehr einfach. Okay, schalten wir Execute-Only für diesen Teil des Speichers ein. So ist es, richtig? Okay, so now execute only memory on. Jetzt ist es nur ausführbarer Speicherbereich. Wir können es eigentlich nicht mehr lesen, wir versuchen es nochmal. To disassemble this memory. Diesen Bereich zu disassemblieren, aber das klappt jetzt nicht mehr. Okay, jetzt gibt es einen Busfehler. When we use wenn wir jetzt unser Werkzeug benutzen. Okay, so let's do it again. Lass uns das nochmal machen. So we say that our tool should. Wir sagen, dass unser Werkzeug Instruktionen in dieser Memory-Adresse, und zwar 44 Instruktionen, herausfinden soll. And then we can see. Und dann können wir sehen, dass wir den Code tatsächlich zurückherstellen können.
Wenn man die linke und die rechte Seite vergleicht, dann kann man sehen, wir können den gesamten Code wiederherstellen. Also links siehst du den wiederhergestellten Code und rechts den tatsächlichen. Wenn du die vergleichst, dann wirst du herausfinden, dass das genau der gleiche Code. Also von wegen nicht lesen, nur ausführen, den Schutz können wir brechen. Okay, so okay. Wir haben die Sicherheitslücken in Mikrocontrollern gefunden. Was machen wir jetzt damit? Also natürlich machen wir einen ordentlichen Veröffentlichungsprozess und normalerweise sollte das so aussehen. Das ist die Theorie. Das heißt, wir machen die Forschung, wir finden die Sicherheitslücke, wir informieren den Hersteller mit der technischen Information darüber, dann überprüft der Hersteller, dass man diese Sicherheitslücke gefunden hat und dann schreibt man sein Paper, schickt es zu einer Konferenz und am Ende wird das Paper veröffentlicht. Und so sollte das in Theorie funktionieren. Aber leider ist die Realität manchmal ein bisschen anders. Oh ja. Das für Hardware-Sicherheitssachen, Hardware-Sicherheitsbugs wird in der Regel diese Information 120 Tage vor der Veröffentlichung informiert, damit die Hersteller auch eine gewisse Zeit haben, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Okay, lass uns zum ersten Beispiel uns anschauen. Der Hersteller A, kurz nachdem wir unsere Forschung angefangen haben, haben wir unsere erste Sicherheitslücke gefunden. Das dauerte ein bisschen länger. Im Hardware-Bereich sind ein paar Hersteller kein Zert, wo man ganz einfach die Menschen weiß, die ganzen Sicherheitslücken sucht. Und es war ein bisschen schwierig, die richtige E-Mail-Adresse zu finden. Aber dann haben wir uns mit ihnen diskutiert, aber irgendwie wurde es langsamer nach ein paar Tagen und Wochen, weil wir Telefonkonferenzen haben wollen. Sie haben nicht reingewählt oder sie hatten keine Zeit dafür und irgendwann haben sie uns doch nicht mehr geantwortet. Und sie haben uns hier ganz einfach ignoriert. Leider können wir hier nichts wirklich machen, also ne, vielleicht kriegen sie unsere E-Mails nicht, aber ich habe es mir näher angeschaut und habe erkannt, wir haben ein paar Out-of-Office-Bereichen. Das heißt, der Mail-Server funktioniert, bekam unsere E-Mail und sie wollten einfach nur nicht antworten. Also, da wir wissenschaftlich weiterarbeiten wollen, wollen wir unsere Sachen immer noch veröffentlichen. Also haben wir ein bisschen gewartet und dann kam eine Konferenz und wir haben es da zugefügt und dann begann die Zeit, wo wir auf die Reviews warten mussten, ob unser Paper überhaupt akzeptiert wurde und in diesem Fall waren wir Glück. Wir wurden akzeptiert und das Konferenzprogramm wurde veröffentlicht. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Sie haben uns auf einmal wieder kontaktiert und haben eine NDA gesendet. Also, wir mögen diese Idee nicht, aus ein paar Gründen. Zuallererst brauche ich kein Nicht-Disclosure Agreement. Ich möchte sie veröffentlichen. Ich möchte eine offene Diskussion darüber haben. Aus meiner Seite heraus möchte ich nichts mit einem NDA absichern, auch aus der Seite des Herstellers. Sie müssen uns nichts mehr erzählen. Wir möchten Ihnen nur sagen, was wir gefunden haben und vielleicht ein paar Fragen beantworten. Das ist es. Wir brauchen keinen NDA für einen technischen Grund. Und außerdem gibt es ja noch eine weitere Sache, wo ich einen unserer Rechtsanwälte von unserem Institut gelesen habe, wo ich dachte, hey, vielleicht ist es eine richtig schlechte Idee, einen NDA zu unterschreiben, wenn wir zwei Wochen später auf einer Konferenz darüber reden wollen. Also wir haben das nochmal, haben das ignoriert und dachten, hey, wir können immer noch darüber reden, wir brauchen dieses NDA nicht. Und dann wurden sie wieder leise. Let's say didn't really work out here. Das Paper wurde veröffentlicht, wir haben das CVE-Nummer bekommen und das war's für den Hersteller A. Im Endeffekt hat es funktioniert, es hat ein bisschen länger gedauert als die 120 Tage, aber generell war es relativ erfolgreich im Endeffekt. Okay, so let's see how the disclosure process. Okay, lass uns mal schauen, wie das mit dem Hersteller B
passiert ist. Wieder, wir fangen mit unserer Forschung an und dieses Mal gibt es guten Kontakt mit dem Hersteller, weil sie eine Produktsicherheitsgruppe haben. Wir haben eine E-Mail-Adresse auf ihrer Webseite und in manchen Fällen sogar PGP-Schlüssel. Das heißt, wir können mit ihnen kommunizieren. Alles ist gut und dann fingen sie an, die Sicherheitssache zu sagen, hey, ne, das ist keine Sicherheitslücke, lest auch bei das Datenblatt und dann ist es keine Sicherheitslücke. Senden ihnen nochmal eine E-Mail, wir haben das hier. Und sagten wieder, oh, wir sind immer noch der Meinung, dass wir immer noch keine Sicherheitslücke haben. Wir haben das Datenblatt nochmal gelesen und dann haben wir ihnen noch eine E-Mail geschickt und sagten wir, hey, wir denken immer noch, dass es eine Sicherheitslücke ist. Wir versuchten es ihnen noch weiter zu erklären, warum wir denken, dass das eine Sicherheitslücke ist und sie sagten wieder, das ist keine Sicherheitslücke. Lest das Datenblatt noch einmal und dann passierte das hier. Wir haben einen großen Schritt im Veröffentlichungsprozess zu machen. Wisst ihr, was hier passiert ist? Wir haben ihnen ein Proof of Concept zugesendet und damit konnten wir ihnen den gesamten Code innerhalb von einer Sekunde auslesen und das interessante Sache dabei ist, natürlich hatten wir das Datenblatt und natürlich wieder und wieder haben wir das Datenblatt gelesen. Dann haben wir einen weiteren Bug gefunden. So, bei Hardware-Sicherheitsbereich ist es auch die Möglichkeit, den Execute-Only-Bereich zu umgehen. Dann haben wir eine Telefonkonferenz bekommen, dann haben sie das alles bestätigt. Das ist alles relativ gut. Sieht jetzt wieder ganz normal aus, aber leider haben wir ihnen unser Paper zugesendet und haben sie uns darum gebeten, ein paar Sätze daraus zu entfernen und ein paar Sätze umzuschreiben mit spezifischen Sachen. Außerdem haben sie uns auch gebeten, ein paar Referenzen zu ihrem Datenblatt hinzuzufügen. Das haben wir gemacht. Und außerdem haben sie uns gebeten, eine ganze Sektion aus unserem Paper zu entfernen, weil es zu einfach zu verstehen war. So, this was a und das war ein Bereich darüber, wie wir die Hardware-Sicherheitslücke ausnutzen können. Da haben wir gesagt, nö, es ist ein wichtiger Bestandteil für den Leser, dass der verstehen kann, wie es funktioniert. Dann können der Leser und andere Kunden selber verstehen, wie stark die Sicherheitslücke ist. Und wir haben es trotzdem versucht zu veröffentlichen. Es wurde nicht angenommen. Jetzt hat aber der Hersteller vielleicht ein bisschen mehr Zeit, das zu machen. Wir haben es wieder veröffentlicht bei einem anderen Projekt. Und dann wurde es veröffentlicht. Also ich habe gesagt, dass es für uns wichtig ist, die Sachen so zu beschreiben in unseren Veröffentlichungen, dass jeder es verstehen kann. Das Problem ist, dass Hardware häufig nicht reparierbar ist. Also wenn man einen Microcontroller-Bug hat, dann kann man das nicht reparieren. Wir haben keinen Microcontroller-Code, wir haben keine Software, wo man damit herumarbeiten, über die Sicherheitslücke herumarbeiten kann. Wenn wir dort eine Sicherheitslücke haben, ist das sehr schlimm. Und es kann auch potenziellen Gefahr für andere Produzenten, die diesen Chip benutzen haben. Außerdem wollen wir, aber wir wollen ordentlich veröffentlichen, sodass es reproduzierbar ist, sodass andere unsere Sicherheitslücken auch finden können. Und vielleicht ist es sogar möglich, diese Sicherheitslücken zu umgehen. Und jetzt, wo wir diese Informationen haben, können wir bei anderen Produkten ähnliche Sicherheitslücken finden. Oder vielleicht dieselben Sicherheitslücken bei anderen Produzenten. Im letzten Projekt haben wir uns entschieden, alle Informationen in unserer Dokumentation zu haben, aber wir haben den Code, den ich jetzt gerade gezeigt habe, nicht veröffentlicht und auch den anderen Code, um die Hardware-Sicherheitslücke nicht zu, haben wir auch nicht veröffentlicht. Wir haben die Informationen, aber der Quellcode ist
ist nicht veröffentlicht worden. So, we had four cases. Wir hatten vier Fälle für unseren. Das erste war, den Johannes erklärt hat, und das ist das Ergebnis von diesem Prozess. Das Datenblatt wurde nicht veröffentlicht, es wurde kein Errata-Datei-Sheet hinzugefügt. Ist dort immer noch nicht vorhanden. Der Hersteller hat auch nicht, hat auch keine CVE angefordert, also haben wir es für sie gemacht. Mit einem anderen Hersteller hatten wir eine bessere Kommunikation. Sie haben sogar das CVE, sie haben das CVE angefordert und jetzt ist es im Datenblatt hinzugefügt worden. Und da steht jetzt drin, benutzt das nicht mehr. Im dritten Fall ist es komplett schief gelaufen, weil überhaupt keine Kommunikation passiert, weil wir haben die Kontakte, die wir schon vorher mit ihnen hatten, aber auch in diesem Fall haben wir keine Ergebnisse von ihnen bekommen. Sie haben auch keine CVE angefordert und was noch viel schlimmer ist, es gab auch kein Update im Datenblatt oder im Errata, sodass es keine Dokumentation von denen gibt, die sagen, dass hey, dieses Feature, was in unserem Datenblatt drin steht, funktioniert nicht so, wie es erklärt wird. Und im letzten Fall war die Kommunikation relativ gut, leider hat der Hersteller die CVE nicht angefordert. CVE ist eine Identifikation für einen Sicherheitsblock. Sie wollten selber mit ihren Kunden darüber kommunizieren, also wurde das Datenblatt noch nicht geupdatet. So viel mit der Kommunikation. Aber sie haben eine Errata veröffentlicht und das wird in der Regel ignoriert, wenn der Chip benutzt wird. Und hier in diesem Hardware-Sicherheitsbereich funktioniert dieser Veröffentlichungsfall in unserer Erfahrung nur einem von vier Fällen gut. Denn in einem Fall ist es so meh gelaufen. Und was hier noch viel schlimmer ist, ist, dass wenn wir diese Datenblatt haben, nur einem von vier Fällen hat der Hersteller diese Information, dass dort eine Sicherheitslücke ist, veröffentlicht oder das Feature entfernt. Das heißt, es gibt keine Dokumentation, die für den Kunden einfach zu bekommen ist, dass das Feature nicht so funktioniert, wie es versprochen wird. Und das ist in unserer Meinung ungefähr so. Es ist in drei von vier Fällen richtig schlecht gelaufen, weil es keine einfache Dokumentation dafür gibt. Jetzt die Frage, ist es wirklich so schlimm? Nee, es ist noch schlimmer. Ja. Okay, thank you. So, the problem is, das Problem ist, nachdem wir unser Paper veröffentlicht haben, habe ich ein paar E-Mails von anderen Forschern bekommen, die auch Hardware-Sicherheit sehr interessant finden. Und sie haben mir auch gesagt, das Chip ist relativ interessant, ich glaube, ich habe ja auch was gefunden, aber wie kann ich das denn veröffentlichen? Wie kann ich das veröffentlichen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen? Und ich fand das sehr spannend, dass andere Leute auch sehr, sehr interessante Probleme in Mikrocontrollern entdeckt haben. Aber die wussten nicht, wie man das richtig berichtet. Und wir haben herausgefunden, da gibt es viel Angst vor irgendwie rechtlichen Schritten, die Hersteller potenziell nehmen können. Und dann gibt es quasi eine von zwei Möglichkeiten. Die können natürlich irgendwie anonym ein Full Disclosure machen, irgendwas auf Pastebin packen und dann gibt es keine Warnung für den Hersteller und auch nicht für die User. Und das ist was nicht besonders gut ist, das wollen wir nicht, das ist nicht gut für den Hersteller, das ist für niemanden gut. Und die zweite Option scheint irgendwie genauso schlecht zu sein. Keine Veröffentlichung, keine Geradestellung. Aber wenn das der Fall ist, dann, es wurde ja von Leuten gefunden und das wird vermutlich dann auch in der nächsten Serie der Mikrocontroller gefunden und wenn es dann erstmal irgendwann veröffentlicht wird, dann werden mehrere Mikrocontroller auf einmal plötzlich ein Problem ausgesetzt. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Und das ist das koordinierte Disclosure.
das koordinierte Veröffentlichen, das ist immer noch nicht so gut zu erreichen, weil man immer noch die Angst vor den gesetzlichen Schritten hat. Wir brauchen auf der einen Seite, dass die Hersteller mehr mit uns kooperieren, mit den wissenschaftlichen Forschern, dass wir ihre Unterstützung bekommen, dass sie unsere E-Mails lesen und ernst nehmen. Und auf der anderen Seite brauchen wir internationale rechtliche Sicherheit, dass wir nicht irgendwie vor Klagen Angst haben müssen. Das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Und es gibt Fälle, zum Beispiel in der Software-Sicherheit, da gibt es irgendwie Klagen gegen Forscher, die versucht haben, Schwachstellen zu veröffentlichen. Wenn wir diese legale Sicherheit hinbekommen, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir Sicherheit verbessern, wenn Forscher und Hersteller zusammenarbeiten. Zum Beispiel, dass Firmware nicht ausgelesen werden kann oder deinen geheimen Schlüssel in den Mikrocontroller kann dann vielleicht nicht ausgelesen werden. Und es geht ja nicht nur um die wissenschaftlichen Forscher, es geht hier um jeden, der eigentlich nur interessiert ist an Sicherheit von Mikrocontrollern. Man kann einfach einen Microcontroller kaufen, ein Evaluationsboard kaufen und drauf gucken. Und wenn man dann irgendwie Sachen rausfindet, welche Sicherheitsversprechen gehalten werden und welche nicht, das wäre gut, wenn wir diese Art von Zukunft gestalten, wo wir so einen offenen Diskurs darüber haben können. Und ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg dorthin sind. Wir wollen alle auch das nach vorne bringen, zum Beispiel auch mit diesem Vortrag, und sagen ganz klar, wir brauchen die Hersteller dafür, wir sind nicht gegen sie, wir sind auf ihrer Seite, wir wollen auch die Sicherheit dieser Produkte verbessern. Und wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch mehr rechtliche Sicherheit. Und das könnte ein Weg sein, wie bessere Sicherheit für Mikrocontroller hier realisiert werden kann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Johannes Mark, thank you so much. Okay, ja, vielen lieben Dank. Wir haben Zeit für Fragen. Das gibt Mikrofon Angel auf der einen und auf der anderen Seite. Falls ihr Fragen habt, geht zu den Mikrofonen. Oder vielleicht gibt es ja endlich eine Frage aus dem Internet. Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet. Als Sicherheitsforscher, was würdet ihr empfehlen? Mikrocontroller-Hersteller, um die Sicherheit ihrer Sicherheitsfeature zu verbessern? Das ist eine sehr generelle Frage. Ich denke, Sicherheit muss von Anfang an gemacht werden. Wenn ein Produkt schon auf dem Markt ist, dann ist es quasi zu spät. Da muss Analyse von einem initialen Konzept passieren. Wenn wir über Sachen stolpern, wie zum Beispiel das, was Mark erzählt hat, nachdem wir das Datenblatt gelesen haben, haben wir gedacht, Moment mal, das kann nicht wirklich funktionieren. Also wenn jemand das Datenblatt schon vor der Produktion gelesen hätte oder ganz am Anfang der Entwicklung, dann hätten sie den Hersteller schon sozusagen kontaktieren können. Also Sicherheit musst du ganz am Anfang bei des Produktes schon mitbedenken. Das ist ein essentieller Teil des Produktes heutzutage. Außerdem, einige Hardware-Schwachstellen sind sehr, sehr, sehr einfach. Eine Sicherheitslücke ist zum Beispiel, man benutzt einen anderen Bus, um den geschützten Code anzugucken und zuzugreifen. Also wenn du da einen Pentester in deiner Firma hast, dann der hätte das wahrscheinlich sehr, sehr einfach gefunden. Es gibt weitere Fragen da drüben. Mikrofon? Am Mikrofon? Ja. Now? Jetzt? Eine kurze Sache. Die Farbe auf den Disclosure Time Graphs, also wie lange ihr gebraucht habt, bis ihr die Sachen veröffentlichen konntet, haben die Farben eine Bedeutung? Hersteller A und Hersteller B. Haben die besondere Bedeutung? Nein. Okay, danke. Thanks for your talk. Danke für den Vortrag. Gibt es irgendwelche Hersteller, Hardware-Hersteller,
welche Security Bug Bounty Programme haben. Und zweite Frage. Okay, nur eine bitte. Hat jemand irgendwo ein Bug Bounty Programm? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich kenne auch niemanden, zumindest im üblichen kommerziellen Mikrocontroller-Umfeld. Aber diese Sicherheits-Bounty, Bug-Bounty-Programme können auch das Gegenteil bewirken. Eine offene Diskussion über Schwachstellen entgegenwirken. Ich habe manche dieser Guidelines gelesen und das war oft so wie, wenn du einen Fehler berichtest und wenn du dieses Bug-Bounty-Programm benutzt, dann möchtest du deine Ergebnisse irgendwo anders publizieren und das wäre nicht gut für die Mikrocontroller-Community-Gemeinschaft. Okay, ich glaube, wir haben nur noch Zeit für eine sehr, sehr kurze Frage. Ist da eine kurze Frage vom Internet? Nein? Okay, dann hast du die glückliche letzte Frage. Sehr interessante Präsentation. Ich habe mich gefragt, ob jemand der Hersteller die Hardware aktualisiert hat, um die Probleme anzugehen. Nein, bisher nicht. Aber ich glaube, das ist zu früh, um es zu sagen, weil das Paper letzte Woche quasi veröffentlicht wurde und die anderen Hersteller, über die wir geredet haben, sind eher so, die neue Serie wird bald rauskommen. Also ich weiß es nicht, ich habe da keine aktuellen Info, aber es würde sehr, sehr interessant sein, wenn sie auf uns zukommen würden und sagen würden, wir haben da was verändert. Aber soweit ich das weiß, ist es noch nicht der Fall. Johannes, Marc, vielen lieben Dank für diesen tollen Vortrag.